Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen in der Welt von Pathfinder Kingmaker. Wir sind der Hüterin der Blüte im Schlaf. Oder waren wir wach begegnet? Ich weiß es gar nicht. Ja, eine Nymphe, der wir helfen müssen, dieses Land von diesem merkwürdigen Nebel zu befreien. Und sie macht den Hirschkönig irgendwie dafür verantwortlich. Und wir müssen auch, wir gucken einfach mal in unser Questlog, in Lindsays Tagebuch, was wir hier noch so für Aufgaben haben. Wir müssen natürlich die gestohlenen Lande zurückholen. Die, wie ist es hier zu sehen? So. Scheitert in 70 Tagen, genau. Das ist auf Zeit läuft, das hat man insgesamt, glaube ich, 90 Tage Zeit. Hört sich viel an, aber wir müssen ja immer, wenn wir Schaden erhalten haben, müssen wir ja rasten, und da vergehen dann schon mal 8 oder 12 Stunden, bis wir wieder fit sind. Zum Lager der Banditen an der Dornenfurt aufbrechen. Was für ein Schlamassel. Während wir uns im Handelsposten ausruhten, starrte unser Anführer plötzlich ins Leere und bewegte seine Lippen, als würde er mit jemandem reden. Und dann sagte er, er wisse, wo die Banditen lagern, die den Handelsposten attackiert hatten. In diesem unheilvollen Nebel, der über dem gesamten Gebiet liegt, werden wir die Festung des Hirschkönigs niemals finden. Aber wenn wir diese Bande aufspüren, können wir ihre Spur folgen. Auf ins Abenteuer, genau, auf ins Abenteuer. Das ist das Motto dieser Folge sozusagen. Wir brechen jetzt wirklich mal auf. Wir haben jetzt mit unserem Handelsposten, hier haben wir eine Basis, wo wir uns zurückziehen können, wo wir unseren Loot verkaufen können, wo wir uns ausruhen können, wo wir sicher rasten können. Was ist denn noch hier? In den Raublanden mit der Tatutio treffen, unser waghalsiger Rachnan und der hinterlistige Beschwörer Tartuccio haben von Jamandi Aldori einen Auftrag erhalten. Nämlich sollen wir jetzt die Raublande hier säubern. Aber wir müssen diesen hinterhältigen Tartuccio jetzt hier erstmal aufspüren. Dann haben wir hier noch von Svetlana, der Wirtin hier im Handelsposten, den Auftrag, ihren Ring von den Banditen zurückzuholen. Mir ist auch was passiert, davon will ich vielleicht auch eben noch berichten, und zwar, ihr erinnert euch, wir haben ja oben mit der Nymphe gesprochen und so, und ja, dann wollte ich jetzt hier weiter zocken, wo ich gesaved hatte, und mein Savegame war weg, und witzigerweise auch, Amiri reagiert sich hier ein bisschen ab, witzigerweise auch die Autosaves und so, das war alles futsch gewesen. Ja, nicht so schön. Musste ich den Kampf nochmal spielen, und wir haben hier das Rezept. Deswegen kann es sein, dass hier im Inventar oder so irgendwas vielleicht so ein bisschen Rezept kopieren anders ist als jetzt wie bei der letzten Folge. Aber im Großen und Ganzen habe ich das dann auch mit den Dialogen und so, habe ich das einfach so nachgespielt, wie wir das gemacht haben. Aber war schon irgendwie blöd. Also ich dachte erst so, vielleicht habe ich irgendwie vergessen zu speichern, aber das kann eigentlich nicht sein. Und ja, also allein die Tatsache, dass die Autosaves weg waren, zeigt mir dann an, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Aktuelle Gruppe, hier kann man dann seine Gruppe zusammenstellen, wenn man dieses Gebiet verlässt. Ja, ich weiß nicht, also die patchen auch nach wie vor noch und so, vielleicht ist da beim Patch auch irgendwas schiefgegangen oder so, ich weiß es nicht, aber es ist ja alles soweit gut gegangen, ist ja noch nichts Weltbewegendes passiert. So, jetzt schauen wir mal. Da leuchtet was. Die Dornenfurt. Das markiert diese Furt inmitten der Wälder ist eine der besten Stellen, um den Dornenfluss zu überqueren. Die meisten Kaufleute und Reisende überqueren den Fluss an der Dornenfurt, was allerdings auch Banditen anlockt. So. Dann laufen wir mal los. Ich mach mal hier die Map auf, um mal so ein Gefühl für die Größe der Karte zu kriegen. Das ist doch recht groß. Oh. Zufallsbegegnung. Auf der Straße ist jemand. Schauen wir mal, wer da ist. Meine Stimme immer noch angeschlagen. Ich würde jetzt am liebsten gleich 3 Folgen aufnehmen, aber das werde ich nicht schaffen. Ja, falls mal irgendwie Lücken entstehen auf meinem Kanal, das liegt daran, weil ich hier jetzt gerade nicht vorproduzieren kann wegen meiner Stimme. So, jetzt aber hier wieder zurück zu den Geschehnissen am Wegesrand.
Ein gleichsam zittriger, wie verwahrloster alter Mann schlurft auf dich zu. Sein graues Haar ist ungekämmt und er ballt immer wieder seine faltigen, mit Altersflecken übersäten Fäuste. Als er stehen bleibt und dich betrachtet, weiten sich seine Augen und er zupft an seinem Bart. Und Remus sagt: Seltsames Wetter, unsichtbarer Nebel, der aus den Wäldern kriecht, steigt zum Himmel auf und verdunkelt die Sonne und Mond. Seltsam. Der alte Mann schüttelt den Kopf, seine Augen zucken. Ich mag diesen alten Mann nicht. Er sieht aus, als hätte er den bösen Blick. Ja, das passt zu Amiri. Und Jaetal sagt: Geht weiter, alter Mann. Wir geben keine Almosen. Wir wollen erstmal wissen, wer das ist. Wer seid ihr? Der alte Mann erstarrt für einen Moment. Remus. Aber das hilft nichts gegen den Nebel. Was macht ihr hier? Der alte Mann hebt neugierig eine seiner buschigen Augenbrauen. Ich mache gar nichts. Atmen, gehen, beobachten? Was haben wir denn hier noch? Wir machen mal hier. Auf mich wirkt der Nebel recht sichtbar. Ich sehe mehr denn je. Ich habe noch nie so viel gesehen. Der alte Mann erwischt sich mit seiner Hand übers Gesicht und seufzt erschöpft. Aber irgendjemand muss Ausschau halten und niemand sonst kann es. Ja, wir machen mal hier weiter. Unsichtbarer Nebel, heißt das, ihr findet euch darin zurecht? Der Nebel ist falsch. Er behindert die Beine, nicht die Sicht. Ich will es nicht versuchen. Nee, wir sind zwar böse, aber das ist schon auch interessant, was er sagt. Und das dient unseren Zwecken. Aber trotzdem geben wir mal Zeichen, dass er uns nicht weiter nerven soll, beziehungsweise uns nicht zu viel wagen soll. Ihr solltet jetzt besser gehen. Der alte Mann starrt dich durchdringend an. Ihr seid in Eile? Das ist gut. Euer Rivale vergeudet keine Zeit. Er rennt, aber in eine andere Richtung. Er sucht nach Macht. Wird sie finden? Mein Rivale, meinte Tatuccio? Der alte Mann zupft erneut an seinem Bart. Er ist nicht groß, will aber hoch hinaus. An seiner Seite sind jene, die ihm trotzen könnten und es vielleicht sogar tun werden. Welche Macht sucht er? Die eines anderen. Alt, aber für immer jung. Macht, die einem anderen genommen wurde. Die Freude spendete und den Tod bringt. Woher wisst ihr, dass wir Rivalen sind? Ich weiß es nicht. Ich sehe. Ihr könnt wählen, worauf ihr eure Augen richtet, für gewöhnlich. Aber ihr könnt auch wählen, was sie sehen. Könnt ihr mir sagen, wo er jetzt ist? Er ist in einem alten Grab südlich des Handelspostens. Uraltes Grab wurde erfüllt, 45 Erfahrungen, okay. Wir bedanken uns mal. Danke. Der alte Mann nickt. Ein Grund mehr, nicht zu trödeln. Lebt wohl. Der alte Mann wendet sich ab und schlurft leise, murmelnd davon. Das einst gestohlene Land muss zurückerobert werden. Alsdann soll es dem Eroberer zufallen. Verbunden durch unerschütterliche Bande. Land, Leid und Tod möge ihm anheimfallen. Und da geht er seines Weges. Wir gucken mal kurz in, vielleicht mal auf die Karte. Ah ne, da kommt dann immer nur die Preiskarte. Ich wollte eigentlich mal in die Charakterblätter, aber eigentlich sollten wir hier alle Buffs, Debuffs und so sehen. Ich will trotzdem mal nochmal kurz das Inventar checken, dass falls hier irgendwie Alarm ist, wir gerüstet sind. Und wir gucken mal bei ihr hier, Charakter. Nee. Doch, Fähigkeiten, nee, Kampf. So.
Ich hatte ja irgendwie mal gesagt, dass das hier die Waffensets sind. Habe ich mich da geirrt? Weil sie trägt ja zwei Waffensets. Jede Kreatur verfügt über einen Grundausrüstung, also der gesamte. Das hilft uns nicht weiter. Okay. Ah, schönes Bild. Also tolles Artwork. Finde ich cool. Echt. Aha. Haben wir auch so ein schönes Bild? Nee. Entschuldigt bitte immer wieder dieses Husten. Zauberbuch will ich nochmal checken. Ah, siehste. Das haben wir noch nicht gemacht. Das ist wichtig. Dann werden wir jetzt nämlich gleich mal rasten, obwohl das irgendwie blöd ist, jetzt hier Zeit zu verschwenden, glaube ich. Also, wir haben leichte Wunden heilen. Wir haben Furchtbannen, extrem wichtig. Wir haben mit ihr Verderben, leichte Wunden verursachen, göttliche Gunst. Dann bekommt er noch Segnen dazu. So, und Schutzverordnung ist in Ordnung. Ja, und das war's ja dann mit Zauberbüchern. Okay. Da müssen wir nicht gucken. Gut, das war. Ah, der hat den Bogen in der Hand. Das müssen wir auch ändern. So, machen wir mal hier. Jetzt will ich mal schauen. Angriff plus 4. Sie wird dann halt weniger Schaden machen, aber kriegt halt auch weniger Schaden. Das ist mir vielleicht ein bisschen lieber. Ich hoffe mal, dass die auch kleine Schilde tragen kann, als nur dieses. Was ist das? Ein Topfdeckel? Eine Tatsche heißt das, ne? Das sieht aber aus wie so ein Topfdeckel. Okay, weiter geht's. Wir drücken mal, wir safen mal vorsichtshalber. Und müssen wir rasten? Ne, müssen wir nicht. Wir gehen weiter. Aber die Position. Das stimmt aber. So, dann werden wir weiter die Straße Richtung Süden laufen und wir gucken aber mal, was es mit diesem alten Grab auf sich hat. Da gehen wir jetzt zuerst hin. Und hier, uraltes Grab. Was ist das hier? Eine Brombeerwiese. Ein alter Obstgarten. Ressource des Königreichs. Ah ja, okay. Super Musik. Das ist toll. So, dann biegen wir hier Richtung Süden ab und betreten das uralte Grab. Einen Schluck Kaffee nehmen hier, solange wir laden. So, wir drücken F5. Wie gesagt, der Safe-Button ist hier euer bester Freund. Ich drücke mal Tab, da sehen wir, ob hier irgendwelche Interaktionsmöglichkeiten sind. Da gehen wir mal hin. Bisschen schade, dass der Umhang hier so doof aussieht. Das, was haben wir hier noch? Monster herbeizaubern, geilo. Und das hier ist... Ich muss mal gerade mal schauen. Wir haben nämlich auch noch einen Ring hier. Gesegneter Ring. Wirken... Als wäre ein Kleriker. Ach naja, das können wir ihm unserem Helden eigentlich geben. Dann kann der, hat er noch einen Spell. So, dann sortieren wir das. Ja, Ordnung in seinem Rucksack ist immer extrem wichtig. Und ich hoffe mal. Ich mal genau, Schutz vor Chaos. Ne, das kann sie nicht zaubern. Aha. Kann von diesem Charakter nicht benutzt werden. Interessant, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und für Kleinen. Des roten Moralbonus. Ne, wir nehmen das. So. Kann ich den jetzt... Ist die jetzt immer aktiv, die Eule? Wo ist die denn jetzt? Fliegt die da jetzt irgendwo rum, oder? Ja. Na gut. Wir gehen mal weiter. Sollen wir mal den Schurken vorgehen lassen hier? Und ist der mal hier. Geil, wie schnell der jetzt läuft mit unserem Talent. Finde ich super. Oh, da ist jemand.
ist das? Tatuccios Söldner. Okay. Tatuccios Söldner. Ich mach mal Pause. Und dann geht unser Wochenendtank, der marschiert hier mal rein. Genauso hier. Sprühende Farben. Das ist, glaube ich, ein. Strahlen, Witterfarben. Die Kreatur liegt 2d4 Runden lang blind und betäubt am Boden. Und diese eine Runde lang betäubt. Okay, das ist quasi ein Stun. Sehr schön. Das ist super, dass die das hat. I will grant your request. So, okay. Und dann ab geht's. Genau. Let me guess. You're still dawdling. Ah ja. Should I make some tea in the meantime? Bake a pie, perhaps? Plant a small garden and harvest some cherries? Perhaps you'd be more comfortable wearing fool's caps and colored trousers. Then at least I'd be able to sell tickets. Come one, come all! Feast your eyes upon the slowest and the most ridiculous buffoons in Galorian! Unsympathischer Typ, oder? Sir Tatuccio, I may serve you, but I am no one's slave. We do what we can, but it is no simple feat to find an unknown object in a vast dungeon. Aha. Gesundheit. Digging through a dusty dungeon, searching for I don't know what, and all this frowning. Scold, scold, scold. This is not how I imagined adventures with the future Baron. What am I ever going to write my book about? How we labored to open a chest filled with dust? Quickly now, if we don't find that artifact soon, someone else might seize it. Someone who's standing over there watching you right now, you fools! Musst du dich nicht um wichtigere Angelegenheit kümmern? Germanys Auftrag zum Beispiel, die Suche nach dem Hirschkönig. Diplomatie 10. Valerie, ich würde sagen, ihr und euer Schwert seid zu größerem fähig, als der Tichy zu dienen. Er hat euch gerufen, um gegen die Banditen des Hirschkönigs zu kämpfen, aber jetzt verfolgt er weitaus fragwürdigere Ziele. Lindsay, findet ihr nicht, dass es jetzt Zeit wäre, diesen albernen Entwurf durch ein richtiges Buch zu ersetzen? Na, wir hetzen mal die Kriegerin hier gegen den auf. You're right. Tatuccio has deceived us. A warrior who bows to a lie. Recht. Who humiliates herself. There is no glory in this. I shall aid this scoundrel no more. I see my magnificent rival will stop at nothing, even at stealing the servants of his enemy. Let us see if your fools are even more useless than mine. Draw your swords and cover my retreat. Kampf. Okay. Die ist zu uns übergelaufen anscheinend. Obwohl, ne, oder? Ja. So. Müssen wir mal überlegen. Also, als allererstes. Ah, ne, Segnen haben wir nicht ready. Was haben wir denn jetzt hier? Ist das ein Bogi? Ah, das ist so doof, dass man die Kamera nicht drehen kann. Das ist ein Tank hier. Ist das ein Mage? Ne, es kann sein, dass das ein Mage ist hier. Ja, der castet schon irgendwas. Okay. Kann ich denn jetzt hier auch unsichtbar werden wieder? Nee, das geht im Kampf nicht. Ah, ich kann aber segnen und zaubern. Stimmt, durch den Ring. Ganz vergessen. Dauert 8. Boah, scheiß Initiativwurf hier gemacht. Okay. Dann, das ist Quatsch. Dann brechen wir das ab. Wie breche ich es ab? Einfach krass. Krass, was ist das? Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Das kann man hier so eine Schnellwahlliste irgendwie definieren oder was ist das? These magics should be used in other ways. Okay, dann laufen wir erstmal hier ganz normal. Und zwar geht Zella hier. Nee, da müssen wir auch erstmal nach vorne laufen. Amiri geht hier hin auf die Flügel. Ah, das ist echt, das ist die Kamera. Erstmal die Kamera nicht drehen. Dann finde ich nicht so schön, muss ich wirklich sagen. So.
Nee, geht nicht, weil keine Line of Sight ist. So. Vielleicht können wir hier auch ein bisschen... nee, wir gehen hier hin. So. Boah, das dauert wieder ewig, ne? Gelegenheitsangriff. Um den sollte man sich eigentlich mal kümmern. Aus. Was macht das eigentlich genau? Du kannst sie mit einem Berührungsangriff an der... Ah ja, okay, das ist, oder? Das ist ein ganz normaler Damage-Zauber. Seelen. Würfel das Ziel der nächsten Runde mit einem D2, muss ein zweites Mal würfeln und es killt als schlechtes. Was? Du kannst ein Ziel mit einem Berührungsangriff im Nahkampfangriff mit Chaos beseelen. Würfel das Ziel in der nächsten Runde mit einem D20, muss es ein zweites Mal würfeln und es... Ha, ich verstehe. Das ist ja geil. Also man senkt die Trefferwahrscheinlichkeit quasi, ne? Oder was auch immer man auswürfelt mit dem D20. Auch so Ausweich, Rettungswürfe und so wahrscheinlich, je nachdem, was als nächstes ansteht. So, das hauen wir mal raus. Da können wir nämlich gleich zwei debuffen. Zack. So. Und dann machen wir... Oh, er hat mich getroffen. Geile Animationen auch, finde ich hier. Ist der down? Ne. Das gehen wir weg. Schon flankieren. Ach shit, jetzt dreht er sich zu. Boah, krass. Nie aufgepasst, er ist down. Okay, da müssen wir jetzt mal das war ein Crit. Ja, der ist gleich down. Nice. Range Attack und Amiri geht direkt drauf. Ah, oh, hier die Dings ist auch down, Valerie. Gelegenheitsangriff. Oh, da steht daneben. Oh, 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 oh. Boah, krass, ey. Die heilt sich selbst. Siebzehner Hit, ey, und der steht noch. Hart. Also der hat noch nicht, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte verloren. So, wir nehmen jetzt hier mal ein bisschen defensivere Haltung ein, damit wir nicht so oft getroffen werden. Au! Alter Vater, ey. So. Ah, komm schon. Au! Okay, und du kriegst hier einen Dot, der allerdings nur eine Runde tickt. Das sollten wir jetzt hinkriegen, wa? Mal schauen. Und down. Jo, also ihr seht, das ist, ja, fordernd, ne? Also das war jetzt einfach so ein 0815-Kampf, wenn man so will. Aber, ja, der Zwerg war doch dann schneller down, als ich, Zwerg sagen konnte, ne? So, jetzt haben wir aber einen Tank, das ist sehr wichtig. Wir gucken uns mal an, wie Amirius jetzt irgendwie hier gespeckt ist. Die hat Abhärtung ebenfalls, Ausweichen, ne? Also ich hatte es ja schon gesagt, das ist kein Schurkentalent, das ist ein klassisches Kriegertalent, die halt nicht so viel Geschick haben. So, jetzt gucken wir mal hier. Kampfkenntnisse. Umgang mit exotischen Waffen. Okay, und jetzt kriegen wir nämlich hier ein Bonus-Talent. Gucken wir mal.
Dann gucken wir uns mal die Stats an. Konstitution, also das ist ein klassischer Tank hier, ne? Also hoher Konstitutionswert, hohen Stärkewert. Das ist sehr gut. Wir haben 3 Punkte zu vergeben. Wir haben 4 also Klassenfertigkeiten. Wir nehmen auf jeden Fall Wissen Welt, Wissen Natur und Athletik, um das hier ein bisschen zu kompensieren, hier den Malus. Und ja, würde ich doch sagen. Initiative 1 ist natürlich nicht gut, ne? Dafür hat sie eine super Rüstungsklasse. Selbst auf dem falschen Fuß hat sie noch 21. Das ist richtig gut. Das werden wir aber versuchen, noch weiter hochzuballern. So. Jetzt kriegen wir hier einen Waffenfokus vorgeschlagen. Das Problem ist jetzt, einen Waffenfokus zu nehmen. Ich weiß ja nicht, was für eine Waffe benutze ich denn überhaupt. Ja? Also wir sind jetzt hier auf dem Levelbereich, wo ja, vielleicht der nächste Drop schon irgendwie uns eine andere Waffe verwenden lässt, einfach weil wir eine bessere Waffe finden. Ich will mal gucken, was ist denn Kampfbeweglichkeit? Du kannst dich ganz leicht durch eine gefährliche Nahkampfsituation bewegen. Vorteile, du erhältst auf deiner Rüstungsklasse einen Ausweichbonus von +4 für Gelegenheitsgriffe, zu denen es kommt, wenn du ein bedrohtes Feld betrittst oder es verlässt. Ist halt schon sehr wichtig für einen Tank, dass der flexibel bleibt und eben da kämpfen kann, wo man seine Rüstung und seine Life-Punkte braucht. Rüstungsfokus, auch cool. Erfahrung mit schweren Rüstungen, nämlich das kann man wahrscheinlich dann nochmal, genau, da konnten wir hier schwere Rüstung, da hätten wir noch einen weiteren Rüstungspunkt. Kampfreflexe, du kannst entsprechend als Geschicklichkeitsbonus eine Reihe zusätzlicher, nee. Das ist eher was, koordinierter Kampfmanöver. Du verstehst dich darauf zusammen mit deinen Verbündeten. Das können wir auch überlegen, ne? Gefährliche Kampfmanöver auszuführen. Vorteil, stehst du auf einem benachbarten Feld zu einem Verbündeten, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst du einen Kompetenzbonus von +2 auf alle deine Kampfmanöverwürfe. Dieser Bonus erhöht sich auf +4, wenn du versuchst, aus einem Ringkampf zu entkommen. Ja. Könnte man überlegen. Schildwall. Und neben dir ein Verbündeten mit einem Schild steht, erhöht ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhöht sich abhängig vom Schild deines Verbündeten die Rüstungsklasse. Also beides interessant, ja. Verbündete der Initiative würde ich fast am besten finden. Rasch auf Gefahren reagieren, du hältst. Also, das Schöne ist halt, an Schildwall zum Beispiel, wir könnten den neben den Kleriker stellen, ja, und dann hätten die beide, natürlich braucht der Kleriker das dann auch noch beim nächsten Level ab, ne. Man könnte auch überlegen, ob man koordinierte Kampfmanöver nimmt, dann könnten wir das dem Schurken noch geben und wir könnten das der Amiri geben, dann können die, also beide flankierend zum Tank. Und das, also den Schurken würde ich natürlich am liebsten auch da einsetzen, wo der Tank den eben tankt, dass der Schurke da in Ruhe seine Flankenangriffe machen kann. Ich weiß aber nach wie vor nicht, was dieser Kampfmanöverwert eigentlich macht. Ich werde das gucken wir uns doch jetzt mal an. Wo ist das denn hier? So, und dann steht das da nicht irgendwo? Grundlagen. Formation, Bewegung. Gesundheit, Tod. Nee. Gibt's denn hier? Kampf. Kampfrunde. Kampfaktion. Verschiedene Aktionen. Naja, das Defensivkämpfen, ich glaube, das macht auch Sinn, sich das wirklich mal nochmal zu Gemüte. Kampfrunde. Okay. Aber Bewegungsaktion. Na gut, gucke ich mir alles in Ruhe nochmal an und werde nochmal überlegen, wann man das dann skillt. Das lassen wir jetzt erstmal weg. Und wir nehmen was anderes. Ausdauer.
Du erhältst einen Bonus von plus 2 auf Athletikwürfe und einen Bonus von plus 4 auf Zähigkeitswürfe gegen Erschöpfung und Entkräftung. Würde auch so ein bisschen zu der Klasse passen. Blindkämpfen. Genauer Stich. Verfügt. Die Zange nimmst. Ja, das ist auch geil, ne? Also würde ich vielleicht sogar jetzt... genauer Stich und das dann noch mit dem Schurken. Nee, aber wir machen Schildfokus, glaube ich. Koordinierte Verteidigung, was macht das? Du stehst immer vorbei. Kampfmanöver verteidigen, das ist quasi das Gegenteil davon. Aber wir werden die Initiative verbessern. Dass der, weil die hat eine schlechte Initiative und es ist wichtig, dass die zuerst, oder was heißt zuerst, oder ziemlich früh dran ist, um den Schaden gleich irgendwie auf sich zu ziehen. Jetzt haben wir Initiative 5. Das wird das doch ein bisschen verbessern. Ja, also der Tank, natürlich auch Schurke und so, die sollten halt früh am Start sein. Heiler, Kleriker braucht, finde ich, auch eine hohe Initiativwert. Wann die am... Ah. So, jetzt hat mein Handy hier gerade Alarm gemacht, sorry. Wann... Amiri, wir haben ein Langschwert, ich loote erstmal das. Wenn Amiri da im Kampf ist, das ist mir so ein bisschen Jucke erstmal. So. Was haben wir denn hier noch? Guck mal. Das in den Stein geritzte Bild ist im Laufe der Jahre fast vollständig erodiert. Und jetzt ist die Maus verrutscht. Ups. Man erkennt nur noch eine Sichel, ein Schwert und einen Schädel mit nur eine Augenhöhle auf der eine Münze liegt. Aha. Was gibt's hier noch? Dem Umriss nachzuurteilen, war dieses Flachrelief eine Darstellung. Warum geht das denn immer weg? Der Sonne und des Mondes. Inzwischen ist es vollständig erodiert. Was haben wir hier? Aus der Ferne wirkt das Bild wie Risse im Stein, die sich bei näherer Betrachtung aber als verblasste Darstellung der Sonne erweisen. Über das Bild wurde kürzlich der grinsende Schädel eines Schakals geritzt. Aha. Bei näherer Betrachtung lässt sich der Umriss eines Kopfes mit nur einem Auge erkennen, aber ohne Münze dann, oder? Ah ja, da ist hier unser... Hehe. So cool. So, die brauchen wir eigentlich nie mitnehmen hier. Das ist ja alles nicht viel wert und wiegt. Das ist allerdings viel wert. Und ah, die schmatzt da jetzt die ganze Zeit. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Oder war da auch noch was? Nee. Ah, wir haben was entdeckt. Oh, Geheimtür. Noch was? Jetzt gehen wir erstmal hier in den Raum rein. How curious. So, lass mal durch. Ich bin Arzt. Es gelingt nicht, die Falle zu entschärfen. Komm hier, Kollege. Ich blamiere mich ja. Ein vor langer Zeit erodiertes Flachrelief der Sonne. Es trägt die verblassten Umrisse vier seltsamer Kreaturen. Aha. Was haben wir hier? Das ist alles Loot, ne? Pergament, Loot, Loot, Loot und Geld. Sehr schön. Haben wir da drüben noch was? Ah ja, genau, was da fällt mir ein. So. So, da haben wir auf den Flanken die beiden DDs, unseren Schurke, der dann flexibel nach rechts oder links kann, wo man ihn braucht, Tank in erster Reihe und der zweite Schildträger in zweiter Reihe. Ich drücke auch mal auf Save und jetzt gucken wir uns das mal an. Ah ja, 100 Gold wert, nehmen wir mit. Achso, nee, warte, ich wollte noch, so, was hat die denn? Boah, was ein riesiger Schild, ey. Die bekommt auf jeden Fall mal, die Laterne kommt mal hier hin, was ist das? Das ist nochmal ein Schild. Also es ist wirklich so ein klassischer Tank. Und Amiri muss leider hier
ihr Fläschchen abgeben. Wo kann ich dich hier irgendwie verschieben? Nee. Dann haben wir hier weitere Lebensmittel gefunden. Ein bisschen Schoko. Nüsse. Da können wir ja wirklich leckere Sachen machen wahrscheinlich. So, das würde ich gerne ablegen. 15 Pfund. Was wiegt so eine Rüstung? 35 Pfund. Das ist halt auch ganz schön schwer. Weg damit, ey. Sollen wir, macht es eher Sinn, dass wir hier so ein... Was für ein Vorteil hat denn dieses Turmschild eigentlich? Rüstung 4 natürlich. Rüstungsmalus minus 10. Das, die kriegt erstmal... Ich probiere es mal mit dem schweren Schild. Ist schon, das macht schon einiges hier aus an Rüstungsklasse. Aber der Rüstungsmalus ist doch enorm, ne? Also für 2 Rüstungen mehr habe ich einen Malus von 8. Wir probieren es mal aus. Wenn wir merken, die kriegt zu viel Schaden und dann kriegt die das Langschwert hier plus 1. Was haben wir hier? Angekohltes Fragment einer Halskette. Das ist Loot oder was? Aber wertvoller Loot. Leichter Armbrust. Gut. Okay. Kompetenz für Fertigkeitenwürfe. Was ist denn? Oh, sieht so kacke aus, der Hut, ey. Das kann ich leider nicht. Das geht nicht. So, zersetzender Hauch. Nahkampf versucht mit 1D4, okay. Okay, dann heilen wir mal so ein bisschen hier, um zu rasten. Und zwar mit leichten Wunden heilen. Zack. Und wir rasten dann draußen. Ich speichere mal vorsichtshalber nicht, dass wir da überrascht werden. So, und dann... Ach, wisst ihr was? Diese Gruft verlassen wir in der nächsten Folge und schauen mal, was uns davor erwartet. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du hast da nach wie vor so Lust drauf wie ich auf dieses Let's Play. Ich finde dieses Spiel nach wie vor wirklich super cool und habe mega Bock, das zu Let's Playen. Drückt mir mal die Daumen, dass meine Stimme sich bald erholt von meiner Erkältung. Lasst mir einen Like da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das bzw. du das noch nicht getan hast. Ich hoffe, du bist nächste Folge wieder mit dabei. Ciao, ciao.